Ich war sehr berührt von deiner, von dem Moment, wo beschrieben wurde, wie diese Erfahrung von Weite kommt. I was very moved by the part where you described the experience of this vastness. Wenn das Gefühl ist, dass der Körper nicht mehr der Anker ist in dem Bewusstsein oder so. When the body is no longer the anchor for consciousness. Ich habe das erfahren, als ich 26 war, und das hat mich zu einem bestimmten Moment so erschrocken, dass ich das mit dem Atem angehalten habe. I experienced this when I was 26 years old, and I got so scared that my breath stopped. So, das ist, wollte ich einfach mal erzählen, ob es dazu eine Idee gibt, weil das mit dem Atem mich immer noch beschäftigt, das ist immer noch nicht wieder weggegangen. And this is just what I wanted to share, because that what happened in relation to the breath is still with me. It did not disappear. Ich habe sehr, sehr viele Jahre versucht, einen Zugang zu finden, weil ich vorher das eigentlich immer auflösen konnte, was im Körper sich festgesetzt hatte. And I tried for so many years to get this connection, because I was able before to dissolve whatever has been stuck in my body. Aber da kriege ich keinen Zugang dazu. But this is something where I do not get the access. So, ich bekam die Idee, das hier zu erzählen, weil ich diese Atemmeditation durchs Herz, das könnte irgendwie, vielleicht haben Sie oder du eine Idee. And I just thought that I wanted to share it, because perhaps the breathing through the heart meditation could help me in that, and I thought to share it with you. Mm-hmm. Wenn ich etwas mit dem Atem direkt versuche, verstärkt es den Block. But whenever I try to solve it directly with the breathing, it kind of strengthens the blockage. Mm-hmm. Makes total sense. Yeah, es macht Sinn. And you said right at the beginning that you've experienced this vastness and the breath stopped, right? Und du hast das ja am Anfang erzählt. Du hast diese Weite erfahren und dann ist der Atem, hat der Atem angehalten, stimmt's? And it could have been the other way around. The breath already stopped and then you experienced vastness. Aber es hätte auch andersrum sein können, dass der Atem zuerst stoppt und dann erfährst du die Weite. But it doesn't matter. You see, I'm just saying, it's like every experience is one way or the other always interpreted post factum. Aber es spielt keine Rolle, weil jede Erfahrung, die wir machen, erst danach von uns interpretiert wird. And then if the experience felt to be profound, und dann, wenn wir das Gefühl haben, die Erfahrung war sehr tiefgründig, we often lured into that, if you will, idea to re-experience it again, because that somehow feels that in doing so we progress spiritually. Und dann haben wir oft dieses Gefühl, wieder zurückkehren zu wollen oder hineingezogen zu werden in die Erfahrung, weil wir irgendwie die Annahme haben, dass wir dann auch spirituell weiterkommen. Whereas, forgive me, the purpose of spiritual work is not experience. Aber, und jetzt verzeih mir, der Zweck von spiritueller Arbeit ist nicht Erfahrung. It's simply recognition of being. It's reclaiming that and living that. So it's a very natural, normal, everyday to day experience, which is no longer an experience which marks, oh, you know what, with reference to on that day, that many years ago, there was this experience. It's an ongoing affair. Worum es geht in spiritueller Arbeit, ist die ganz unmittelbare, direkte Erfahrung von deinem Selbst.
Und nicht nur das, sondern das Zurückerobern von dem, was du bist, so dass das, was du bist, nicht sich bezieht auf irgendwas in der Vergangenheit oder keinen Referenzpunkt mehr braucht, sondern dass es zu dem wird, was du immer bist und mit dir trägst. Whilst the critic, the movie critics, right, for example. Während die Kritiker, zum Beispiel die Kinokritiker, will speak about the best role of this or that actor. Sich vielleicht mit der besten Rolle von diesem oder jenen Schauspieler beschäftigen. A smart or good actor knows that the best role. Ein ganz kluger Schauspieler, der weiß einfach, dass die beste Rolle has not yet been played. Noch nicht gespielt wurde. Otherwise it's like constantly lamenting. At 25 I was Marlon Brando, you know. Ansonsten beschweren wir uns ständig und sagen, oh, mit 25, da war ich Marlon Brando. Yeah. Oh, 35. So, reference point, don't worry about anything that happened to you back then. What is important, even as you are introduced to any spiritual practices, any spiritual methodologies right now, it should not be in reference to going back to what you experienced. It's a mistake to think that that's the way forward. So mach dir überhaupt keine Sorgen, dass das, was irgendwann mal passiert wird, jetzt eine Relevanz hätte für dich. In der spirituellen Arbeit hier jetzt, jetzt in der Meditation, geht es nicht um irgendwas, was irgendwann mal eine bestimmte Referenz hatte in der Vergangenheit. Ich erwähnte das jetzt auch nicht unbedingt wegen dieser Erfahrung, sondern weil ich dieses Geschehen, dass der Atem nicht wieder fließt, das beschäftigt mich jetzt. And I didn't mention that because of what happened in the past, but simply because I still have this experience with the breath now. Mm-hmm. The experience of vastness? No. So the breath is there, vastness is not. The breath is, ich habe es einen Kolbenfresser genannt. Anderes Wort für Kolbenfresser, bitte. So. Dass der Atem geht einfach nicht mehr durch, sondern er hält irgendwo fest. Also das ist eben auch jetzt immer noch so. I have the feeling that the breath is contracted, it's not flowing freely, and that is still intact. Still? In place. It's still present now for me, in okay. My experience. So what do you think is the dilemma? What is lacking? What is it? Es fühlt sich an, wie wenn damals etwas passiert wäre, was ich nicht verstehen kann, was mich aber immer noch was immer noch einen Effekt hat. So my impression is that something happened back then, what still is affecting me now. What is it that happened? Aber was ist denn passiert? Back then or now? Well, whatever you feel relevant back then, let's say first back, what do you think happened? What could have happened? What might have happened? Was denkst du denn, was passiert ist, jetzt oder damals? Was ist passiert? Ich denke, das ist zu weit. Also ich habe das, es war zu weit und ich hatte, jetzt muss ich nochmal damals sprechen, ich hatte das Gefühl, dass mein eigener Name nur noch ein unter vielen Möglichkeiten war. Und ich weiß nicht, warum das danach geschehen ist. Ich kann das... aber ich habe diese Erfahrung von Weite hat mich irgendwie überfordert. Going back to this experience in the past, I had this feeling, impression that my name was just one amongst many, many others and that it affected me deeply. Name? That my name is one among the, Dass mich diese Erfahrung überfordert hat. Ich weiß nicht, was überfordert heißt in Englisch.
It felt like this experience was too much for me at this time. What about the name? You said so. Du meinst als Name? Als Name meinst du deine Person, oder? Ja, ich habe das damals so empfunden, dass mein Name, mein Vorname schwirrte in diesem Raum herum, aber ich hatte keinen, das war nicht mehr wichtig, es war nicht mehr ich. Ja. She had this feeling as if she lost herself, as if her name, who she is, was just swirling in space. Okay. What is your name? Dörte. It's a North German name, Dörte. Mm-hmm. And that felt disconcerting, right? The name being just, it felt somehow. Ich hatte dann keinen Anker mehr. So what was it accompanied? Well, like, yes, what was it accompanied? Somatically, what was it accompanied? A feel of what sense of loss, sense of shame, sense of inadequacy, sense of failure, sense of what? Fear. Because one thing is, yes, my name was swirling in a ocean of. I think it was fear. Fear of what? Fear to. Of what? You ask? Of what? Yeah, fear of what? Fear of annihilation? Auflösung wahrscheinlich. Yes. Fear of dissolution. Welcome to the party. Willkommen im Club. Join the club. Verbinde dich mit dem Club, also komm einfach mit dazu in das, was wir hier machen. All right, but okay. That is finally question. Everything before was just interaction with no question. Finally, we got to the point where something is being related. Something is being really conveyed. You see? I need translation. Mm-hmm. Ja, und siehst du, jetzt kommen wir zum Kern deiner Frage und kommen dringend dazu durch, was du wirklich in den Austausch bringen möchtest. So right now we can speak to that. So there's something to speak to because it is now positioned in such a way that what you're asking, the inquiry, brings about or brings out the response, because every properly accessed question contains the answer. But if we don't come up with the question, which is really pertinent, and sometimes we go around the circles, you know, like English say, beat about the bush. So siehst du, jetzt hast du deine Frage in Position gesetzt zu etwas, worauf geantwortet werden kann, ganz klar. Und in dieser Art von Fragen ist es ganz wichtig, dass wir nicht um den heißen Brei rumreden, sondern den Kernpunkt, den zentralen Punkt der Frage finden. So, it is that fear. Fear of dissolution, fear of being dissolved, annihilation. It's a primordial fear. So, hier geht es jetzt um die Angst vor Auslöschung, um die Angst des Nicht-Existierens. Und das ist eine der primären Ängste. But we will speak to this now from two radically different points of view. Aber wir werden diese Frage jetzt beantworten von zwei völlig radikal unterschiedlichen Perspektiven. So first, this fear arises from the deep inner knowledge that physical organism is perishable. It's essentially
fear of death. It's fear of the end of ourselves as we think of ourselves to be. So die erste Perspektive, von der wir das betrachten, ist, es zeigt eigentlich das tiefere innere Wissen, was wir haben, darüber, dass der Körper vergänglich ist. Und hier geht es letztlich um die Angst vor dem Tod. That fear is a legitimate one because being in the body, embodied, it's a legitimate affair of how we are wired, because part of us being alive precludes and necessitates these aspects of preservation of this organism. So, und diese Angst, die hat ihre vollkommene Berechtigung und Berechtigung, weil dieser Aspekt von unserem verkörperten Dasein letztlich sich damit beschäftigt, den Körper aufrechtzuerhalten. But there is another side to the fear, and that's the fear of the being annihilated in a sense of beingness. It's the idea of ceasing to be. Aber es gibt diese andere Dimension hier, und das ist die Angst, ausgelöscht zu werden, vor dem Sein, nicht mehr zu existieren. Do you see the difference? Kannst du den Unterschied wahrnehmen, sehen? Mentally, yes, but I don't know what kind of fear is it and was it and is it in me. Mm-hmm. It's not in you. First of all, it's in the organism. Okay, don't just so easily, immediately superimpose it on that what illumines every experience. So first of all, that fear is a legitimate, the fear for survival is a legitimate one. So zuallererst verstehe, dass die Angst vor dem Tod oder ja, dass der Wunsch zu überleben seine Berechtigung hat. Und sei nicht so schnell, dass du diese Angst auf dein Selbst beziehst. Es ist die Angst vor deinem Organismus und nicht die Angst dessen, was alles erleuchtet und beleuchtet. But then it is superimposed on the fear of cessation. In other words, because we have this complete and utter identity with the physicality of our being. With the end of the physicality of our being, there is this terrifying sense of coming out of existence as no longer possessing the being. Aber dann setzen wir being possessed of being. Aber dann setzen wir diese Angst auf die Tatsache, dass wir hier in diesem Körper sind und haben auch gleichzeitig das Gefühl, dass mit dem Ende des Körpers das Selbst, wer wir sind, aufhört und ausgelöscht wird. And because we are wired, what we spoke earlier, right? We're continuing that theme of being wired in a certain way. Until we are rewired, right? Until an upgrade in operating system. Let's put it this way. Und worum es hier geht, sind einfach diese Verknüpfungen, die wir alle haben. Ja, und im Grunde, wir können es vergleichen, wir brauchen einen Upgrade von unserem ganzen System. There is this sense that with the cessation of organism, that there is a cessation of being. And that is truly terrifying. So es ist hier einfach die Vorstellung oder dieses Gefühl, dass mit dem Auslöschen des Körpers auch das ganze Sein sich auslöscht. Und das ist tatsächlich furchterregend. Now just making it easier for ourselves, we'll take a little detour into examples when people have experienced near-death experience, right? So wir können jetzt auch einfach ein paar Beispiele nennen, wo Menschen diese Nahtoderfahrung gemacht haben. We all know these examples, right? It's a near-death experience. Someone in coma,
clinically they are proclaimed to be not alive. So wir kennen alle diese Beispiele von jemanden, der vielleicht im Koma liegt, von Menschen, die klinisch tot sind. So they're neither alive not announced dead. So they are in that coma, in that in-between state. So diese Menschen befinden sich im Zustand weder von Lebendigkeit, am Leben sein, noch gestorben, noch tot zu sein. The studies, and this is very old material, it's a very, like in fact, right now the interest is somewhere else, but I'm bringing this example to make it easier. In the majority of studies, statistically, people who come out of this experiences, they have great sense of liberation, unburdening, and relief from fear, because there is direct, visceral, cognitive realization when the body was not functioning, there was no life in the body, and yet consciousness prevailed, awareness prevailed. Und es gibt zahlreiche Studien und Untersuchungen und Statistiken von Menschen, die das erlebt haben, die dann zurückkehren, die berichten von einer unglaublichen Befreiung, weil sie direkt erfahren haben, dass der Körper aufhört zu existieren und sie direkten Zugang haben zu Bewusstsein, zu allumfassenden Bewusstsein, was ewig ist. You see, so in other words, it was a relief from the psychologically related fear. Not that they no longer afraid to die. There is still joy of being alive, maybe multiplied, increased joy of being alive, most likely. So dass er diese Menschen befreit von der psychologischen Angst zu sterben. Vielleicht ist die Angst dennoch da oder die Freude zumindest am Leben zu sein, ja? Vielleicht ist die Freude sogar stärker jetzt am Leben zu sein durch diese Erfahrung. So all this, what we just spoke about, has only value because it is directly related to real spiritual breakthrough. So alles, was wir gerade besprochen haben, hat hier seinen Wert, weil es sich direkt auf spirituelle Breakthroughs, Durchbrüche bezieht. Because the real spiritual breakthrough goes through that psychological death. It goes through that existential encounter with that psychological aspect of that sense of annihilation. So, weil es in allen spirituellen Durchbrüchen letztlich darum geht, diesen psychologischen Tod zu erleben und sich auseinanderzusetzen, zu konfrontieren mit diesem psychologischen Tod von absoluter Auslöschung. And if there is not enough, and now this is important because this is also, we live in time of pretty much of spiritual illiteracy. Translate that. Und das ist jetzt sehr wichtig, weil wir in einer Zeit leben, wo spirituell alles drunter und drüber geht, wo wir nicht mehr genau unterscheiden können, was wirklich wahr ist. A little bit of here, a little bit of there, a little bit of spiritual knowledge, a little bit. But if one has a proper, let's say, intellectual understanding, I'm not even talking about direct insight or direct experiences, but proper intellectual insight where one stands on a properly validated philosophical platform, then that encounter is always, always introduces this breakthrough because it does not have that sense of as if one is essentially falling into the pit of the void without knowledge that one would land. Und deswegen ist es so unglaublich wichtig, dass wir eine spirituelle Plattform haben von tiefgründigem Verstehen und wahrem Wissen, was uns hilft, uns zu verankern in diesem Wissen, sodass, wenn dieser Punkt kommt, diese Konfrontation auftaucht, dass wir dann nicht das Gefühl haben, wir fallen in den endlosen Grund von Leere,
sondern wir können uns zurücklehnen auf diese Basis von Wissen. And please don't forget that culturally, at least this audience right now here, has very different values, very different collectively shared values. Und bittet sie auch in Betracht, dass jetzt hier, wie wir zusammensitzen, das Publikum, viele unter uns, kulturell ganz, ganz unterschiedliche Werte mitbringt. Maybe if you or some of us were brought up in some of very traditional orthodox Buddhist backgrounds, Buddhist cultures, the idea of nothing, idea of annihilation would actually be welcomed. Stell dir vor, ein paar von uns wären aufgezogen worden in buddhistisch-orthodoxen Familien oder Gesellschaften, dann wäre dieses Konzept von Nichtsein oder von Leere etwas, was absolut willkommen geheißen würde. Whilst our culture, this shared culture, Western European culture, stresses its importance on what we experience here and now, it is the cult. This is why it's called humanism, isn't it? The ideas of humanism. Why do you think Christianity was so popular? Why is the so-called Shakti of Christ is so powerful? So, während wir hier aufgewachsen sind in der westlich-europäischen Kultur, wo es darum geht, was wir hier und jetzt als Erfahrung erleben, ganz individuell im Humanismus. Ja, warum denkst du, dass die Shakti von Christus so kraftvoll ist? Because it gave a validity to these humanistic ideas that keep resurfacing every several hundreds of years. First seeds are sown somewhere in ancient Greece as the cradle of Western European civilization. And then it's maybe thwarted, scattered around. Then we've got another resurfacing in the Christian era. Then we've got another resurfacing in the Renaissance. Weil dieser Aspekt von Humanismus hier wieder auflebt, was wir alle paar hundert Jahre erfahren können. Ja, wir sehen das in der Wiege der griechischen Zivilisation oder dann in der Geschichte von Christus. So therefore, for Western Europeans, for Western psyche, this is all there is, you see? This is all there is. Even God is part of this as an idea. So cessation of this is a terrifying concept. So für die westliche Psyche ist all das, das, was ist. Sogar ist das Konzept von Gott letztlich integriert in diesem Konzept, was wir denken, was existiert. So this essentially is an invitation to go to the core of that fear. You see, it's nothing what happened to you. It's nothing to do with something that might have happened. That what you had is that collision with an infinite, maybe, you know, like impact with an infinite. So, das ist hier einfach die Einladung für dich, zum Kern dieser Angst vorzudringen. Zum Kern der Angst zu gehen. Es geht nicht darum, was dir irgendwann mal passiert ist, sondern es geht darum, jetzt diesen Zusammenprall zu erleben mit dem Absoluten, mit dem Unendlichen. And some people, if they don't have strong, very well developed psychological structure, can be derailed by these experiences. And it can put them off for years or maybe lifetime of any spiritual practices. Believe me, I have met people like that. Und diejenigen, die kein starkes psychologisches System mitbringen, die können durch diese Erfahrungen völlig durcheinander gewirbelt werden oder völlig losgelöst werden von ihrer Geerdetheit. Glaub mir, ich bin solchen Menschen begegnet. Does it make sense to you? Macht das yes. Sinn für dich? Yes. Yes.
I think it's vielen Dank erstmal. Ich glaube, es ist ja. Thank you so much. Ich glaube, da müsste es noch ein bisschen weitergehen für mich in einer Begleitung. Ich sage jetzt erstmal Dank und vielen Dank. Ich habe es verstanden, was Sie mir sagen wollen. Thank you. First of all, I think that I would need perhaps some further guidance in that, but I completely understood what you told me. And listen to this, please. Und sei aufmerksam jetzt und hör mir zu. The cessation of yourself is only the cessation of the idea of whom you are not. Und die Auslöschung deines Selbst ist nur die Auslöschung der Idee, die du nicht bist. It's a kind of adjustment. Kind of what? I didn't get the word. Kind of what? Es ist eine Form der Neuausrichtung jetzt. Aha.